Ja, nach dem Block ist vor dem Block. Herzlich willkommen zu der nächsten Woche. Wir sind ja im Endspurt. Ich bin gerade den Block am Hochladen. Hat ja am Ende gesagt, dass noch 3 Bestellungen offen sind. Und ich habe mir gedacht, die Waschmaschine schleudert. Auf die wollte ich noch warten, bevor ich hochgehe. Und bis der Block verarbeitet ist, packe ich doch schon mal eine der 3 Bestellungen, die offen geblieben sind. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Zuschauer bist. War keine Nachricht dabei. Aber ich zeige sie natürlich trotzdem. Ein paar weiße Brick Modifieds, Plates und viel Weiß und Schwarz. Und ich gehe jetzt noch einmal durch, weil ich die am Computer mit hin und her laufen gepackt habe. Aber hier von der Tat 10 genommen, einen schönen Teddybär, 4 davon. Ja, dann habe ich auch alles perfekt. Das packe ich dir jetzt ein und ich greife einfach wieder in meine Konvolutkiste. Leg dir ein bisschen was dabei. Ich freue mich ja immer noch, dass wir die 1000 Abonnenten erreicht haben. Ich finde das absolut Wahnsinn. Und hier ist dann deine Bestellung, mein Lieber, die eigentlich noch zur letzten Woche gehört hätte. Ich habe dir als extra so ein paar weiße Sachen mit reingelegt. Ich denke, das passt, wenn du viel Weiß bestellst. Und der Rest ist, ja, ordentlich verpackt, hat alles in eine Tüte gepackt. Immer mal wieder, wie man es von mir kennt, ein paar Lots zusammen. Aber trotzdem, ich mag diesen Folienschweißer echt. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Das geht auch viel schneller als dieses blöde mit Tesafilm zufriemeln und alles. Das ist schon gut so. Und wie ihr wahrscheinlich hört im Hintergrund, Waschmaschine müsste gleich durch sein. So, Montagmittag. Einmal Radio ausmachen, bevor gleich ein Lied kommt. 3 Bestellungen habe ich zu packen. Die erste ist für den lieben Cesis von Medusa Bricks. Und ja, wir haben heute die Terrasse sauber gemacht. Meine Frau hat mein Handy, was eh schon kaputt war, fallen gelassen, was wir mit der Spider-App hatten. Das ist jetzt ganz hin. Ist aber nicht schlimm. Ich habe mir schon hochwertigen Ersatz gekauft. Wieder ein 145-Euro Handy und dann gucke ich mal, ob die Kamera von diesem günstigen Handy hier, mit dem ich jetzt filme, oder die von dem neuen dann besser ist zum Filmen. Wir schauen mal. Meine SIM-Karte ist auf jeden Fall erstmal hier drin, dass ich wenigstens telefonisch erreichbar bin. Aber ich arbeite jetzt eben 3 Bestellungen ab und anfangen tue ich mit dieser hier. Und da ist dann deine Bestellung, mein Lieber. Da sind die gebrauchten Teile und neu. Schöne Bestellung. Man sieht auch, da wird gezielt was gekauft, also nur das gekauft, was gebraucht wird. Ist dann immer schwer, eine Beigabe beizulegen, aber ich packe einfach. Ich greife einfach in meine Kiste und lege dir eine Handvoll Steine dazu. Und ich schweiße jetzt ein und verpacke sie dir. Und da ist deine Bestellung eingepackt, mein Lieber. Das sind so ein paar extra Teile. Ihr habt einfach reingegriffen, nicht geguckt. Und wie man es von mir kennt, du hast ja in vielen Lots nur 2-3 Steine gekauft. Ich habe das so in die Kammern gepackt, dass du es gut sortieren kannst. Diese VIP-Tüten hier lassen sich nicht so gut zuschweißen, aber da sind dann gebrauchten Sachen drin. Das schreibe ich dir auch noch drauf. Used. So, in wunderschöner Schrift. Und dann würde ich sagen, packe ich dir das alles mal schön hier in den Karton rein. Auch schön designmäßig. Das ist natürlich jetzt hier die Premium-Marvel-Lieferung, ne? Und dann, ich mag das einfach, die Kartons einmal falsch rumkleben. Ich packe nur, weil es ein bisschen viel Platz noch ist, ein bisschen Luftpolsterfolie drauf. Aber dieses Recyceln ist schon wirklich sehr, sehr angenehm. Und die Kartons von manchen Sets sind echt stabil. Die sind wertig von der Stabilität her sogar noch besser als die Versandkartons, die ich mir richtig bestellt habe. Also nochmal danke für deine Bestellung und viel Spaß damit, mein Lieber. Die zweite Bestellung ist für den Thomas, der immer eine ganz nette Nachricht geschrieben hat. Und die geht los mit 200 von den Achsen. Und wie ihr mich kennt, habe ich dann hier immer in 20, also 20, 40, 60, 80, 100. Das gleiche hier, dass wir 200 haben. Und den Rest davon, weil nur noch 14 dann übrig waren in so einer Tüte, packe ich jetzt aus der Tüte natürlich raus in ST0102. Das sollte man dann natürlich sofort machen. Und dann die 13, die übrig sind. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob du eine mehr bekommen hast oder ob ich eine zu wenig hatte. Also habe ich die Anzahl auf 13 gesetzt. Eigentlich sollten 14 übrig bleiben. Aber es ist gut möglich, dass mir einer dazwischen gerutscht ist und du hast einen mehr, was aber nicht so schlimm ist. Und dann packe ich jetzt noch eben noch die anderen Lots zusammen. Und für dich war ich nochmal in der Technikkiste und ich glaube, ja, zumindest 2 von den Zahnrädern sind auch die, die du bestellt hast. Und dann noch so ein paar Zahnräder. Vielleicht kannst du sie ja gebrauchen. Ich denke mal, die beiden, die du eh bestellt hast, sowieso, davon habe ich nur die 2 gefunden. Und dann lege ich dir die dabei. Ich habe noch so viel Technik hier rumliegen. Und ich komme eh nicht mit dem Sortieren hinterher. Dann habe ich dir das aus meinen gebrauchten Konvoluten nochmal dazugelegt. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Wenn nicht sofort, vielleicht ja in zukünftigen Projekten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und da ist dann die fertige Bestellung, mein Lieber. Ja, mal was anderes. Also ich verkaufe selten Technik, aber wenn ich Technik verkaufe, ihr Technik-Fans kauft dann immer große Lotmengen.
Das freut mich natürlich sehr. Und ja, ich selber baue lieber die normalen Bricks, hatte ich dir auch in meiner Nachricht geschrieben. Aber ein paar Technikmodelle bin ich auch und ich bin echt begeistert. Also ich könnte nie was selber aus Technik entwerfen. Ich habe da großen Respekt vor, wer das schafft und kann. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja irgendwann auch nochmal Technik-Master-Builder. Man soll ja nie, nie sagen. Ich hätte ja auch nie damit gedacht, dass ich hier irgendwann mal Lego-Steine verkaufe. Ne? Ja, und da haben wir eine Bestellung von dem Erstbesteller mal wieder, vom Denis. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit Apostrophen. Verzeih mir, wenn ich das nicht richtig ausspreche. Hier sind deine neuen Teile, die gebrauchten. Habe ich dir jetzt mal zusammengepackt aus Zeit- und Platzmangel. Und deine Anleitungen sind ordentlich verpackt. Ein paar Anleitungen mitbestellt. Und ich habe dir noch ein paar extra Parts mit eingepackt. Habe die immer einmal reingegriffen. Und das, was in der Hand gelandet ist, gibt es dazu. Und ich wünsche dir dann ganz viel Spaß damit. Kommt auch in einem frohen Karton. Jetzt habe ich noch eine kleine, aber feine Bestellung von Eleni. Nur zwei Teile. Auch Neukunde auf Bricklink. Ich sage herzlich willkommen. Die Sachen sind schon eingepackt. Ich wollte sie gerade wiegen. 48 Gramm mit Karton. Ein paar Steine habe ich dir noch extra als Überraschung beigelegt. Und ich sage mal willkommen auf Bricklink. Weil ich jetzt aber im Discord so am Quatschen war. Wir sind hier mit ein paar Leuten im Channel. Kann ich immer wieder nur alle zu einladen, besucht uns da gerne. Habe ich das jetzt nicht gefilmt. Also es sind ja auch die zwei Teile und das eine ist ja eh eine Polybag noch eingepackt. So, Dienstagabend haben wir und wir haben jetzt hier dieses, wie sagt man so schön, Robben Battle Pack 5-mal, was wir jetzt eben hochladen. Zwei Bestellungen, die ich aber heute Abend nicht mehr packen werde. Ist einfach spät geworden, weil ich noch ein Video gemacht habe mit dem neuen Raum oben, kennt ihr vielleicht schon. Aber zumindest die Sachen stelle ich noch ein. Vielleicht quatsche ich noch ein bisschen im Discord und dann soll es das auch für heute schon gewesen sein. Ja, wir haben Mittwoch 16:30 Uhr, 16:20 Uhr und hier steht 16:30 Uhr. Also ich würde schätzen, irgendwas dazwischen. Wir können mal den Computer fragen. 16:25 Uhr, sei ja, irgendwas dazwischen. Wir haben zwei Bestellungen. Einmal vom lieben Thorsten. Ich habe beide Bestellungen auch in den Pablo heute gepackt. Der hat zwei Teile bestellt. Da habe ich nochmal drüber gesprochen, dass solche Teile hier, man kriegt sie bei Lego selber halt nicht. Und dann ist es natürlich schön, wenn man auf Bricklink die findet. Er ist auch jemand, der das erste Mal auf Bricklink bestellt, auch einen Store öffnen wollte. Ich glaube, ich habe es dem Pablo schon gesagt, aber nochmal für dich als Tipp. Unser Discord ist eine Wahnsinnsanlaufstelle wirklich, um was zu lernen, weil da viele Händler sind, aber nicht nur Händler, aber man lernt da wirklich was. Die Leute sind sehr hilfsbereit und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Projekt. Und die zweite Bestellung, die sehr weiß war, war vom lieben Simon, der Bricklink das erste Mal ausprobiert hat. Und ihr seht schon, er baut einen Hosmog. Ich habe ihm auch ein paar das Zubehör zu den Figuren dabei gelegt, weil er ist ein Neukunde. Ich weiß nicht, ob ihm das klar war. Wenn ihr auf Bricklink bestellt, kriegt ihr eigentlich nur die Figur und die Blaster, Fernrohre und alles, was ihr in den Händen halten an Accessoires, müsst ihr eigentlich einzeln kaufen. Ich habe es nochmal bei dir dazugelegt und ich mache jetzt noch eine kleine Tüte mit weißen Extras fertig. Weil wenn du so viel Weiß kaufst, wirst du sicherlich noch ein bisschen mehr gebrauchen können. Und dann siehst du vielleicht mal, ich packe dir extra Sachen aus, die ich schon sortiert habe, die ich noch verkaufen würde. Dann siehst du mal, wie die gebrauchte Qualität auf Bricklink aussehen könnte. Und immer noch Mittwoch, eine ganz schöne Bestellung. Sehr viele Harry Potter Figuren. Meistens parte ich die aus. Also wenn ich zum Beispiel, Harry Potter ist so eine Sache, wenn ich das Set dreimal habe, lasse ich meistens eine Figur im Angebot, die anderen parte ich aus. Außer hier solche Figuren, die jetzt mehr wie City-Figuren aussehen und ein bisschen höheren Wert haben. Aber ich habe die Figuren, weil sie sich so schlecht verkaufen, wenn sie zusammengebaut sind, tatsächlich um 20% im Moment reduziert. Und ist schön, dass das dann angenommen wurde, weil meine Figurenkisten wurden langsam voll und die Harry Potter Figuren liegen teilweise schon echt ewig. Wie gesagt, die Einzelteile verkaufen sich immer relativ gut. Die gesamten Figuren sind ein bisschen langsam. Und der Rest der Bestellung, ein bisschen Plates und dann ein bisschen Dark Tin, ein paar Blaster. Das sind die gebrauchten Teile, immer in 5 Stück. Und auch viel Dark Brown dazwischen. Könnt ihr sehen, das schweiße ich jetzt einmal ein, damit das auch noch auf den Weg geht. Jo, und immer noch Mittwoch, dann ist hier die dritte Bestellung. Ich weiß nicht, ob du ein Zuschauer bist, aber falls ja, hoffe ich, sie gefällt dir so wie immer bei mir. Nicht hundertprozentig Lot reingepackt. Hier sind deine ganzen Harry Potter Figuren, aber es ist so, da kannst du gut sortieren, denke ich.
Hier auch sieht man immer so 4. Ich mache immer so je nach Menge 4 bis 10 Lots oder 1 bis 10 Lots, wenn es natürlich eine Menge ist. Bei den Extras habe ich erst eingegriffen und dann hatte ich gesehen, den, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist, hier in der Kammer mit, den Tanzlope, den hatte ich noch im Kopf, den hast du einmal bestellt, weil ich ihn nur einmal hatte. Ich habe beim Wühlen noch 3 gefunden. Falls du die Videos siehst, vielleicht freust du dich ja und kannst sie gebrauchen. Ich hoffe es, ansonsten habe ich einfach einmal reingegriffen. Ich bedanke mich für deine Bestellung. Geht auf jeden Fall heute noch raus. Ein bisschen Nervennahrung ist auch noch drin. Ich freue mich, dass ein paar Harry Potter Figuren weg sind und ich wieder Platz in meinen Kisten habe. Und alles ist gut, alle sind glücklich und ich hoffe, alle freuen sich. Und schon wieder Donnerstag, Mittagspausenzeit, langen Spaziergang heute gemacht. Und wir haben 4 Bestellungen gestern Abend bekommen, während ich den ersten Livestream gemacht habe und danach. Das war ja nur mal so zum Testen, aber eine nette Runde mit euch. Und von den 4 Bestellungen packen wir jetzt 3. Die andere ist eine IBAN-Bestellung, da wird das Geld irgendwann im Laufe des Tages kommen. Dann wird die heute Abend oder morgen Vormittag gepackt. Da ist eine Bestellung aus der Nachbarschaft bei mir. Das ist nur 2 Örter weiter in Rehde, also direkt um die Ecke. Und dann wollte ich gleich nach der Mittagspause versuchen, ob die Jungs mir oben in meinem Raum helfen. Und die Lampe da hinten ist ja von meiner Lightbox, weil da oben die Leuchtstoffröhre defekt ist. Das heißt, ich wollte mal gucken, ob ich mir was anderes hier überlege für die Beleuchtung, was ich da einbauen kann. Dass ich diese Seite vom Raum da hinten beleuchte, dass ich meine Lightbox wieder aufbauen kann. Weil mir wurde der Tipp gegeben, das wollte ich mal ausprobieren, einfach mal ein paar schönere Shots zu machen. Und der liebe Mollus Klemmwelt, genau, hat mir ja da so einen tollen Drehteller empfohlen. Und ich denke mal dann in der Lightbox so ein paar Shots machen mit dem Drehteller. Sieht ganz gut aus, dafür brauche ich die Beleuchtung dann, die da oben hängt, wieder. Aber ich gucke mal, wie weit ich heute komme. Erstmal packen wir jetzt die Bestellungen. Sind auch alle 4 nicht so groß und die größte von den 4 ist halt die IBAN-Bestellung. Über Brickall kam tatsächlich noch nichts, aber das war ja schon immer so, dass die Brickall-Bestellungen ein bisschen weniger waren als die Bricklink-Bestellungen. Das ist die erste Bestellung vom lieben Daniel. Einmal den Holiday R2, Darth Vader aus dem Adventskalender und dann der ist gebraucht, deswegen das U oben, so ein A-Wing-Pilot, der ja leichte Gebrauchsspuren hatte, aber es geht. Wir packen mal aus und gucken uns mal genauer an. Ja, da hatte ich gedacht, da wäre die Farbe abgeblättert. Kriege ich jetzt den Fokus mit einer Hand hin? Schwierig. Aber das ist nicht die Farbe abgeblättert. Klappt es natürlich gar nicht mit dem Fokus, sondern diese Streifen hier. Es sind einfach Streifen, seht ihr? Und da diese Streifen dazwischen, habe ich gedacht, da wäre ganz viel Farbe abgeblättert. Aber die Figur sieht wirklich gut aus. Meistens kontrolliere ich sie, aber bei Gebrauchten gucke ich immer noch mal vorm Wegschicken. Auch, dass er nicht irgendwelche Bissspuren doch noch am Kopf hat. Das sieht aber gut aus. Und ich hoffe, die Figur passt so für dich. Und ich habe dir jetzt, weil ich ja immer noch was dabei gebe, bei Figuren weiß ich nie, aber ich habe dann für Darth Vader noch in meiner Figurenkiste, die ich noch sortieren muss, habe ich noch ein Lichtschwert mit so einem beliebten verchromten Griff gefunden. Vielleicht passt das ja. Ich weiß nicht, wie viel von diesen Chromlichtschwertern ihr Star Wars-Fan zu Hause habt. Ich bin ja nicht so der Star Wars-Fan. Aber immerhin, das lege ich dabei und dann lege ich dir noch ein paar Steinchen dabei, dass du da auch noch was mit bauen kannst. Da sind deine 3 Figuren. Passen ja so einen kleinen Umschlag, die Karte und noch was Süßes. Und das Laserschwert für Darth Vader und ein bisschen Grau. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und du baust das aus dem Todesstern. Wenn nicht, jeder hat doch so eine Mischkiste zu Hause. Schmeißt du mit rein, ich bin wieder ein bisschen was los. Und ich spare mir das Sortieren so tatsächlich. Mir gefällt das, jedem von euch ein paar Steinchen dabei zu legen. Diese Chromlichtschwerter habe ich tatsächlich echt noch ein paar. Die verkaufen sich bei mir verdammt gut. Immer wenn ich die wieder aussortiere und einstelle, sind die sofort weg. Aber ich finde, Darth Vader hat eins verdient, oder? Und die zweite Bestellung ist gepackt. Das sind einfach 60 von den Steinen hier. Das ist auch ein Dropshipper, der schon öfter bei mir bestellt hat. Also er bietet die Parts auf eBay, Amazon, sonst wo an und kauft sie dann von Bricklink-Händlern, die dann direkt zu seinen Kunden senden. Deswegen keine Rechnung bei. Ich schicke die Rechnung aber eh nur per E-Mail. Aber ich habe bei jeder seiner Bestellungen bisher immer zumindest meine Karte beigelegt. Auch wenn es ohne Bestellnummer ist. Und natürlich Gummibärchen lege ich auch mit dazu. Und da haben wir die letzte Bestellung, die ich jetzt packen muss.
Das auch erste Mal, dass ich eine von diesen Plates verkaufe. Das passt. Ein paar gebrauchte Sachen. Hier die Haare finde ich ziemlich cool. Kennt man das? Das sind so ein bisschen. Wo waren sie da? Ein bisschen Blumenmuster drauf. Also die gefallen mir sehr gut. Und da. Ein paar neue Minifigurenteile. Ein paar weiße Slopes und ein paar Plates. Passt schon. Die Gitarre hier habe ich ewig gesucht, beziehungsweise das. Diese Kita-Instrument hier, Dark Turquoise. Und da habe ich alle Kisten gesucht. Ich denke, wo ist die denn? Und die war damals bei mir im eBay-Store drin und lag natürlich bei der Figur, zu der sie gehört, noch dabei. Und ich habe sie damals vergessen beim Hochladen rauszunehmen, weil ich eine bei der eBay-Figur dabei gelegt habe. So Fehler passieren, ist mir dann noch eingefallen, als ich am Laptop dann aufgemacht habe, in welchen Sets die vorkam. Aber da habe ich dann jetzt für die Bestellung 5-6 Minuten länger gebraucht, als es nötig gewesen wäre. Und da ist die Bestellung. Ich bin mir nicht sicher, ob du Zuschauer bist, aber die Fliese ist nochmal extra eingeschweißt und dann wie immer bei mir 3-4 Lots zusammen. Da sind ein paar extra Steine für dich und das sind die gebrauchten. Da schreibe ich gleich mal Use drauf, habe ich noch nicht. Und ein bisschen Nervennahrung, damit das Sortieren unterstützt wird mit ein bisschen Zucker fürs Hirn. Und Donnerstagabend. Ich habe jetzt hier das Minecraft Panda Haus ausgepartet, was ich ja nur einmal gekauft habe. Zeitgleich haben wir noch das Endor-Diorama von Star Wars zweimal ausgepartet. Kleinvieh macht auch Mist und ihr kennt mich ja, in kleinen Schritten geht's hier vorwärts. Und die Sachen lade ich dann jetzt nochmal eben hoch. Jetzt habe ich mich im Discord verquatscht, aber das Set sind dann 560 Teile, 70 Euro und wirst du da wohl weggehen. Es waren 35 neue Lots für uns und das katapultiert uns dann schon mal wieder ein bisschen nach oben. Also die 130.000 halten wir und wir sind auf 7.600, aber da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ja. Jetzt haben wir genau Mitternacht, noch ein bisschen im Discord gequatscht. Ich habe das jetzt schon hochgeladen. Wir sind auf knapp 132.000 Teile wieder. Und ja, das ist doch schon mal was. Habe ich jetzt nicht gefilmt wegen dem Discord zuhören und reden. Wie gesagt, da seid ihr alle herzlich zu eingeladen. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal in dem Blog erwähnt? 10-mal, 12-mal? Naja, Licht aus, ab ins Bett. Morgen ist Freitag, bin ich mit den Jungs alleine. Und dann passiert auch wieder nicht so viel, vermute ich mal. Ui, dunkel. Samstag die Mittagspause. Ich habe jetzt 4 Bestellungen zu packen. Ich glaube, 2 davon werde ich nochmal so ein Pablo machen, weil sich das gewünscht wurde. Oder ich packe sie hier in den Vlog so ein bisschen. Ich muss gleich mal gucken, weil die Waschmaschine läuft, wie das passt. Wenn die gleich anfängt zu schleudern, macht es natürlich keinen Spaß, ein längeres Video aufzunehmen. Dann wollte ich die Lampe austauschen, weil ich die LED-Streifen für meine Fotobox wieder brauche. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen anderen Strahler hier finde, den ich mir da hinstellen kann. Und Magazine beschriften, weil wenn ich ausparten möchte, muss ich jetzt so langsam an die letzten 5, die da noch frei sind, rangehen, dass ich die Schubladen mitbenutzen kann. Das heißt, die müssen auch noch beschriftet werden, weil langsam wird der Raum eng. Ist halt, der Monat lief echt gut, aber trotzdem ist es natürlich, dass mehr Parts reinkommen als rausgehen, jetzt so im Sommer. Und da muss man das dann so ein bisschen nochmal anpassen und sein Lager ein bisschen erweitern. Und wenn die 5 Magazine dann irgendwann voll sind, ich habe ja da noch originalverpackte liegen, oben sind auch noch ein paar, dann muss ich mir halt Regale besorgen, 2 Stück, die ich hier reinstelle, oder wollte ich mir, wo dann noch eine Kleinteile-Magazine-Wand hinkommt. Wie gesagt, ich kann hier, weil das Styropor ist, nichts an die Decke vernünftig befestigen. Beziehungsweise will das auch gar nicht, weil wenn ich den Raum für was anderes hier nutze, finde ich das blöd, wenn ich in Decke oder Boden irgendwelche Löcher habe. Aber jetzt muss ich mir nachher, erstmal packe ich die Bestellungen und dann kümmere ich mich um eine Lampe für da hinten. Dann mal sehen, wie weit ich heute überhaupt komme. Die Waschmaschine geht gerade wieder richtig ab. Die erste Bestellung, 3 Minifiguren, der Dela Cruz, Chewbacca und Leia. Und ich habe dann für Leia einen Blaster beigelegt und ein paar Standardsteine, die Bestellung. Ist auch vom Zuschauer. Vielen Dank nochmal an dich. Marc war der Name. Und dann haben wir noch eine Bestellung vom Tobi. Der baut kleine modulare Gebäude nach und hat deswegen viele Kleinteile bestellt. Die beiden Kammern sind die gebrauchten. Das sind die Extra-Teile. Ich habe so ein bisschen passend dann die Kleinteile halt dazu gepackt. Und das hier sind auch die ganzen neuen Teile. Wie gewohnt bei mir. 3 bis 10 Lots packe ich gerne zusammen. Je nach Menge der einzelnen Lots. Und ja, viel Spaß mit den Bestellungen.
Und dann haben wir jetzt noch zwei Bestellungen offen, aber für die muss ich nur eben Rechnung schreiben und Etiketten. Ich mache das ja immer sofort. Wenn ich das Etikett schreibe, schreibe ich auch sofort die Rechnung und verbuche die Einnahme in meiner Einnahmenüberschussabrechnung, dass ich immer aktuell bin, weil ich es nicht mag, Buchhaltung nachzuholen. Deswegen mache ich das jetzt sofort und dann geht's an die nächsten. Ich bin gerade die dritte Bestellung am Packen und er hat drei von denen in gebraucht in Reddish Brown bestellt. Das hier ist aber das alte Braun, wie man sieht, wenn sie nebeneinander liegen. Das passiert manchmal, wenn man Gebrauchte einstellt. Und ist es aber kein Problem. Die kosten in neu 2 Cent das Stück. Also gehe ich hier einfach von 9 auf 7 und update das. Weil dafür, ich habe sie garantiert in den gebrauchten Konvoluten noch. Aber ich habe sie in der vorsortierten Kiste nicht. Und deswegen die beiden Reddish Brown hier habe ich aus dem neuen Kiste rausgenommen. Die kommen jetzt in die Bestellung und dann passt das auch. Ja, die Bestellung haben wir dann auch gepackt. Einschweißen werde ich erst nach Mittagessen. Viele Lots ausverkauft, also er hat mir viele Schubladen freigemacht. Die Kiste und die Kiste sind die gebrauchten, finde ich auch gut, da habe ich auch wieder viel Platz. Ansonsten viele von den Flaggen in verschiedenen Farben bestellt, viele Technikpins, Pflanzenteile. Davon hat er die letzten 15 genommen. Da habe ich, als ich die Reddish Brown Sachen gesucht habe, wo ich zwei braune hatte, habe ich noch 4 Stück gefunden. Die lege ich ihm noch dazu und dann gucke ich, dass ich noch ein, zwei Sachen finde, die vielleicht zu der Bestellung passen. Wobei das bei so einer Bestellung schwer ist. Vielleicht finde ich noch ein paar Technikpins. Die hat er nämlich auch alle gebraucht und neu gekauft. Da scheint er mehr zu brauchen. Ich gucke mal, was ich finde. Aber erstmal gibt es noch Mittagessen. Aber falls du die Videos siehst, vielen Dank auch für deine Bestellung. Da ist die Bestellung eingeschweißt. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob du die Videos schaust, aber ich habe dir dann hier ein paar extra Teile gemacht. Die hast du ausgekauft, die Lots. Da habe ich noch ein bisschen was dabei gelegt, was ich noch gefunden habe. Ich habe dir dann die gebrauchten in zwei Kammern einsortiert und dann die neuen Sachen. Die großen Mengen wie die beiden hier oder die sind natürlich Lot rein. Hier die unteren drei auch. Da oben die beiden sind nochmal gemischt, aber ich erwähne es ja immer wieder, ganz Lot rein bei mir. Dadurch, dass ich jetzt hier 3 Lots drin habe, da habe ich 2 Lots drin, hier habe ich 3 Lots drin und da oben habe ich 2 Lots, spare ich einfach 2 Tüten und das ist ja mehr als genug und gut genug so auszusortieren. Das geht tatsächlich nur 2 Dörfer weiter. Wir haben eine sehr gute Freundin da. Ich habe schon mit meiner Frau gesprochen, sind wir da vielleicht die Tage, dann hätten wir das persönlich vielleicht im Briefkasten geworfen, aber so kommt es jetzt einfach in die Post, macht sich auf den Weg und ich wünsche dir viel Spaß mit den Videos und falls du die Videos hier schaust, wie gesagt, der Name kam jetzt nicht bekannt vor, der Nachricht war nicht dabei, schreib mir doch mal, was du mit so vielen Technikpins machst. Aber schön, dass die weg sind, das freut mich und vor allem die hier, die haben mir so die Schubladen voll gemacht. Schön, dass du davon so viele genommen hast. Hier hinten waren ja auch noch welche in Gebrauch dabei. Da hatte ich so viele von, da habe ich dir jetzt nochmal welche beigelegt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg beim Bauen. Und ich lade ja gerade ein Video hoch, wo ich 2 Bestellungen von Bricklink bekommen habe. Die liegen jetzt noch da unten. Und den einen Karton davon habe ich jetzt sofort für diese Bestellung wiederverwertet. Der andere war so ein großer und da ist gerade was draufgefallen. Da muss ich gucken, ob ich den noch retten kann. Das ist mein Lichtzelt, meine Lichtbox, die ich für ein paar Shorts-Videos wieder aufbauen wollte. Aber ein Karton direkt schon wieder verwertet. Habe ich wieder 20 Cent für so einen Karton gespart. Ist doch perfekt, oder? So kann man natürlich auch ein bisschen Budget sparen. Und auch hier ist Chaos drunter, Leute. Ich muss unbedingt wieder aufräumen. Und da ist die 4. von 5 Bestellungen. Die Sticker wieder, wie gesagt, hier so ein bisschen eingefaltet und ein bisschen Frischhaltefolie drum, dass da nichts passiert. Und dann hier ist dann die Bestellung in Kammern verpackt. Hier unten passend in der Farbe zur Bestellung ein paar extra Teile und war von dem Guten schon die 2. Bestellung bei dir. Ich weiß nicht, ob du ein Zuschauer bist, aber ich wünsche dir viel Spaß mit den Sachen. Genau, wir hatten ja dieses Thema mit dem Warnhinweis, das hatte ich auch in einem Video mal angesprochen. Und wenn man hier, zum Beispiel bei der Bestellung hier, habe ich ja diesen Lieferschein von Bricklink mit dabei. Moment. Und genau, dann steht da ja mal unten drauf, Achtung, nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate, 3 Jahre und diese Zettel lege ich ja nicht mehr bei, weil ich jetzt digital machen will. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich die kaufe, wenn ich 1000 Stück kaufe auf Amazon, solche Sticker, kosten die ein bisschen mehr als oder 3 Cent das Stück. Und diese Etiketten hier, die ich noch habe für meinen Laserdrucker oder Etikettendrucker, kosten mich 0,8 Cent das Stück.
Und jetzt habe ich ein bisschen mit dem Design rumgebastelt. Und wenn ich das Design so mache, dann habe ich zwei auf einen von denen. Und dann kostet mich jeder Aufkleber nur 0,4 Cent das Stück. Wie gesagt, anstatt 3 Cent das Stück, 0,4 Cent das Stück. Und hier sind die jetzt. Und das sieht auch wirklich gut aus. Und davon drucke ich mir jetzt ein paar aus. Ich habe es mal auf 40 gedrückt. Und jetzt ziehen wir das hier einfach einmal so durch. Und dann ist das doch schon ein sehr befriedigendes Gefühl, würde ich schätzen. Und da ist das fertige Ergebnis. Also damit komme ich jetzt locker ein Jahr hin. Ganz easy. Und das reicht. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man es noch zusätzlich muss. Das Problem ist jetzt auch, dass ich auf den Webseiten nach 20 Minuten suchen, mal die Aussage bekommen habe. Manche sagen, es reicht der Hinweis online, während man einkauft. Manche sagen, es muss dabei liegen. Ging ein bisschen hin und her. Und bevor ich jetzt weiter Zeit verschwende, ich hatte diese Etiketten eh hier und die Rolle ist eh noch mehr als groß genug, wie ihr hier seht. Und wenn ich da den Etikettendrucker habe, habe ich mir die jetzt einfach gemacht. Wie gesagt, das ist keine rechtliche Beratung, dass man das muss. Es kann gut sein, dass ich das nicht brauche, aber ich habe sie jetzt da. Ich werde sie ab jetzt dann auf die Tüten draufkleben und dann bin ich auf der sicheren Seite und damit beschäftige ich mich mit dem Thema jetzt auch nicht weiter, weil mehr als diesen Warnhinweis draufpacken wird man wohl nicht müssen. Vielleicht muss man es auch nicht, ich habe keine Ahnung, aber das gefällt mir. Einen nehme ich jetzt noch mit hoch. Wobei, ich habe ja ein Video. Kann ich das Video meiner Frau zeigen? Weil wir hatten beim Abendbrot darüber diskutiert. Und deswegen wollte ich das einfach mal eben machen. Jawohl, immer noch Samstagabend. Jetzt 22 Uhr. Meine Frau wollte ins Bett. Die war heute Morgen auf Frühwach mit Josh. Ich habe die 31208. Das ist das Lego Art Set, die große Welle, auseinandergenommen. Da steht alles beim Indiana Jones gucken. Das wird jetzt hochgeladen. Und dann mal gucken, ob ich noch was schaffe. Wahrscheinlich schaue ich mal am Discord vorbei. Ist ja noch früh für mich zumindest. Und dann mal schauen. Ein paar Schubladen wieder auffüllen jetzt. Jo, alles weg. Die Anleitung kommt auf meinen Anleitungshaufen. Der Karton wird langsam voll. Und ja, dann haben wir schön zu sortierendes Set. 1860 Items, 264 Euro und 50 neue Lots waren dabei. Das ist sehr, sehr schön. Und dann sind wir jetzt auf 133.700 Lots. Da geht noch mehr, aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Block.